Hey du, sieht lecker aus, dein Eis. Ist das Erdbeere? Weißt du, warum es dir so gut schmeckt und warum es so lecker aussieht? Nehmen wir das Ganze mal mit Mint auseinander. Deine Zunge hat Millionen Sinneszellen, die Geschmacksinfos erkennen und losschicken. Sinneszellen sind also sehr feine biologische Sensoren. Dein Smartphone hat technische Sensoren. Es kann mit seinem Touchscreen deinen Finger erkennen, Farben mit seiner Kamera oder GPS-Daten mit der Antenne. Die kommen von Satelliten und zeigen dir, wo du dich auf der Erde befindest. Die Erde ist ein winziger Planet von nur 6370 Kilometern Radius. Du denkst vielleicht, dass du ganz in Ruhe dein Eis isst. In Wirklichkeit rast du gerade mit 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne herum. Die Sonne ist die Mitte unseres Planetensystems. Das wiederum ein Teil der Milchstraße ist. Das ist eine Galaxie mit 300 Milliarden Sonnen. Die Entfernungen da draußen sind so groß, dass sie in Lichtjahren gemessen werden, weil Lichtwellen das schnellste sind, was es gibt. Mit Lichtwellen produzieren Pflanzen aus CO2 Stärke und Sauerstoff. So schaffen sie die Grundlage für alles Leben auf der Erde. Und Zutaten zum Eis machen. Dir macht Licht möglich, Farben zu sehen. Denn Farben sind Lichtwellen mit bestimmten Wellenlängen. Lichtwellen werden vom Eis reflektiert, vom Auge aufgenommen, ans Gehirn gesendet und dann kommen ja auch gleich noch die Geschmacksinfos von unserer Zunge an. Glückshormone werden ausgeschüttet und wir denken, lecker. Also Hormone sind, oh, sorry, reicht jetzt mit den Infos. Aber du siehst, Mint erklärt vieles. Auch warum dieselben Dinge manchmal fest und manchmal flüssig sind. Okay, ich kauf dir ein neues.